Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Wir befinden uns im Jahre 2021 nach Christus. Ganz Hessen, nein, sogar ganz Deutschland ist von geschlechtergerechten Sprachpolizisten besetzt. Doch rings um Deutschland leisten die Feinde dem Gendersternchen Asterisk Widerstand. Denn in Frankreich hat man die gendergerechte Schriftsprache aus den Schulen und Behörden verbannt. Die Briten gehen wie immer pragmatisch vor. Sie vermeiden so weit wie möglich das Anzeigen von Geschlechtlichkeit. Dort heißt eine Theresa May oder eine Margaret Thatcher einfach nur Prime Minister. In Ost- und Südeuropa kräht ohnehin kein Hahn Gendersternchen innen nach diesem Quatsch. Und in Norwegen wurde der Gender-Unsinn bereits 2011 eingestellt, da er mit der Lebenswirklichkeit der Menschen nicht in Einklang zu bringen war. Anders in Deutschland. Dort gehen die unbeugsamen Sprachenstürmer aller Parteien mit Ausnahme der AfD wieder einen deutschen Sonderweg. Ein Sonderweg der Sprachverhunzung, wie es Elke Heidenreich so schön ausdrückte. Denn Sie alle glauben, dass am deutschen Wesen die Welt wieder genesen könne. Dankeschön. Das, was zwei Drittel der Bevölkerung diesen intoleranten Diversitätsabsolutismus ablehnen, wie jüngste Umfrageergebnisse zeigen, scheint Sie nicht zu tangieren. Selbst unter den Grüninnen wollen eine knappe Mehrheit mit diesem Gender-Unsinn nichts zu tun haben. Diese Zahlen widersprechen der Ansicht von Staatsministerin Dorn, die in der geschlechtergerechten Sprache einen breiten gesellschaftlichen Konsens sieht. Frau Ministerin Dorn, vielleicht sollten Sie Ihren Kompass neu einordnen, denn mit dem Segelschiff aus Ihrer letzten Regierungserklärung navigieren Sie direkt ins Bermuda-Dreieck. Denn wer will schon, wie das Gleichstellungsbüro der Goethe-Universität empfiehlt, anstelle der Anrede Herr oder Frau die nicht-binäre Geschlechtsidentität Envy verwenden? Das ist nicht nur irrsinnig, das ist krank, meine Damen und Herren. Dass wir uns damit international lächerlich machen, musste selbst Ihre Säulenheilige Angela Merkel in China kleinlaut einräumen. Mit wohlgespielter Selbstkritik teilte sie mit, dass Deutschland zwar über keine eigene Digitalstruktur, aber dafür über mindestens drei Geschlechter verfüge. Wenn man nun bedenkt, dass es bei 83 Millionen Einwohnern in Deutschland nur 394 diverse Menschen, aber über 200 Genderprofessuren gibt, bedeutet dies, dass auf zwei divers gemeldete Personen mehr als eine Genderprofessur entfällt. Das heißt, wir haben endlich in einem Fach bessere Studienbedingungen als in Oxford oder Harvard. Ich gratuliere Ihnen. Wir können uns also bald nicht mehr vor Nobelpreisen retten. Doch worum geht es eigentlich bei den Genderstudiengängen und deren Sprache? Es geht um Distinktion und Abgrenzung von den Normalbürgern, um somit einen Sonderstatus zu erhalten, sowie ständig neue Opfergruppen zu konstruieren, Kritiker als Rechte zu diffamieren, wissenschaftliche Standards als Diskriminierung zu definieren und Steuergelder für die nicht wissenschaftliche Ausarbeitung von gefühlten Wahrheiten abzugreifen. Der Kreislauf wird nicht enden, denn weitere Genderlehrstühle folgen immer weitere bis hin zu neuen Curricula. So alimentiert sich das grün-linke Eliten-Establishment auf Kosten der Steuerzahler bis ans Lebensende. Die Treiber dieser Sprachneurosen sind also überwiegend Personen, die arrogant, rechthaberisch und militant auftreten und mehrheitlich dem akademischen Proletariat angehören. Und mit denen wollen Sie sich gemein machen, werte Damen und Herren von der CDU und FDP? Natürlich werden einige unter Ihnen jetzt denken, wir wollen diesen linksradikalen Gerechtsprechwahn auch nicht. Aber ist das ehrlich gemeint? Betreiben Sie jetzt wirklich wieder Realpolitik? Wir glauben Ihnen diesen Sinneswandel nicht. Denn bei Ihnen handelt es sich vielmehr nur um ein durchsichtiges Taktieren, welches der Demokratie schadet. Denn immer kurz vor der Bundestagswahl dürfen Sie Ihre gottgleiche Kanzlerin kritisieren, werden die innenpolitischen Hardliner von der Kette gelassen, und Sie dürfen dann auch mal ein paar Wochen gegen die Elitensprache hetzen, um nach der Wahl wieder den Kulturkampf als für beendet zu erklären. Dabei wird der militante Kampf der Eliten um die Sprache weitergehen.
Es geht nämlich darum, mittels der Sprachmanipulation die Denkweise der Bevölkerung und letztlich die Gesellschaft zu verändern und das gemeine Volk für andere Sichtweisen zu strafen. Es geht zudem nicht darum, die Stellung der Frau zu verbessern, sondern unsere Bevölkerung weiter als nützliches Melkvieh zu betrachten. Zudem spalten die Genderisten die Gesellschaft, wie man gerade am Rechtsstreit eines VW-Mitarbeiters gegen Audi sieht. Dies hat auch Frau Wellstein vom Hessischen Rundfunk erkannt, die die Gendersprache als belehrend, als bevormundend und als ausgrenzend bezeichnet. Nicht von ungefähr erkennt der Vorsitzende des Vereins Deutscher Sprache, Professor Walter Krämer, dass das Aufzwingen einer Sprache, die keine rechtliche Grundlage hat, stark an Unrechtsregime wie das der DDR oder an Dystopien wie 1984 von Orwell erinnert. Sehr geehrte Damen und Herren, das Gendern ist Ausdruck einer fortgeschrittenen Dekadenz einer satten Wohlstandsgesellschaft. Nicht nur, dass damit in der Bevölkerung Akzeptanzprobleme geschaffen werden, es werden damit auch große Teile sprachinquisitorisch ausgegrenzt und die Integration behindert. Die Kolumnistin der Deutschen Welle, Zhang Danghong, trifft ins Schwarze, wenn sie sagt, Zitat, Deutsch gehört ohnehin zu den schwierigsten Sprachen der Welt. Woher sollen die armen Ausländersternchen innen neben den bestimmten Artikeln, dem Kasus, der Konjugation noch Verständnis für die vielen Sternchen aufbringen, die nach Hinweisen auf Fußnoten aussehen, denen aber dann keine Fußnoten folgen? Wollen Sie, die sich als die letzten Verteidiger Sternchen innen der Willkommenskultur verstehen, den traumatisierten Syrer Sternchen innen, Iraker Sternchen innen und Eritrea Sternchen innen bei der Integration ein zusätzliches Hindernis in den Weg legen? Zitat Ende. Und wie erklären Sie den Frauen, die in all den arabischen Ländern unter Lebensgefahr für mehr Gleichberechtigung kämpfen, dass sie mit dem Genderstern das Ei des Kolumbus gefunden haben? Doch die Grünen als Vorreiter machen weiter, als ob es kein Halten mehr gäbe. Insbesondere die neue Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Sie hatte schon vor einem Jahr einen Begriff kreiert, in dem sie von Steuerinnenzahler sprach. Gibt es eigentlich auch Steueraußenzahler, frage ich Sie. Interessant ist, dass unsere Sprachvergewaltiger bei negativ konnotierten Begriffen immer nur die männliche Form nutzen, wie etwa islamistische Gefährder, Verschwörungstheoretiker, Terrorist oder Hochstapler. Dabei müsste man nun bei Frau Baerbock eigentlich den Begriff Hochstapler Sternchen innen oder Hochstapelnde schaffen, oder, liebe Grünin? Sehr geehrte Damen und Herren, der Staat hat sich aus der Entwicklung der Sprache herauszuhalten. Daher müssen wir die Genderpolitik schnell beenden. Denn wir wollen nicht, dass am Ende der ideologischen Gehirnwäsche bzw. der Umerziehungskampagne weitere Geh- oder Verbote folgen. Von möglichen Notenabzügen an Universitäten und Schulen hört man bereits, kommen bald auch Bußgelder, wenn man nicht gendert? Und noch eins, nicht die Alternative für Deutschland ist das Problem, vielmehr sind wir Teil der Lösung. Machen wir Deutschland wieder normal und treten der grün-linken Wahnideologie entschieden gemeinsam entgegen. Vielen Dank.